Zunächst hören wir eine Klangcollage, die Klangelemente aus der Geschichte der Informatik aufgreift, verfremdet und neu betrachtet. Der eine oder andere von Ihnen wird vertraute Töne und Klänge entdecken, wie zum Beispiel verschiedene Warnsignale und Starttöne von Windows- und Apple-Computern, Melodien aus Videospielen und so weiter. Die Klangcollage wurde von der hier abgebildeten Lochkarte hergeleitet. Daraus gewonnene Klangfolgen werden in den zwei anschließenden bzw. in späteren Vortrag folgenden Präsentationen weiterentwickelt und moduliert. Der visuelle Part der ersten Präsentation zeigt Gegenstände, die die Geschichte der Informatik, speziell auch hier am Standort Karlsruhe, auch prägten. Fragmente der vorhin gehörten Lochkartencollage wurden nun in einzelne Elemente zerlegt und von einem orchestralen, flächigen und harmonischen Klangkörper begleitet. Dazu werden nun visuelle Eindrücke wiedergegeben, die ein Besucher erhält, wenn er durch die Fakultät streifen würde. Thank you.
Durch die Abstraktion der Formen und Klänge in Bild und Ton im dritten Teil, den wir nun gleich hören werden, wird ein Ausblick auch auf die Zukunft angedeutet. Akustisch werden hierzu verschiedene Klangbearbeitungsmöglichkeiten ausgeschöpft und weitergedacht, welche sich dennoch um einen realen und instrumentierten Orchesterklang drehen und Bezug auf den Ursprung, den wir am Anfang gesehen haben, nämlich die Lochkarte, nehmen. Ebenso bleibt der visuelle Teil, das Bild, unkonkret, weist in viele Richtungen und lässt den Zuschauer die Möglichkeit, die Vergangenheit und die Gegenwart, die wir nun gesehen haben, auch in die Zukunft der Informatik am Standort in Karlsruhe weiterzudenken. Viel Vergnügen.